Unsere Produkte sind 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Rückblick. 20 Jahre Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt. Alle für eins. Die Kunststoffindustrie drängt zur Circular Economy. Smart Repair. Schneller, besser, günstiger. Neue Trends für die Autowerkstätten. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Im letzten Spiel erarbeiteten sich die Jungs des VfB Germania einen Punkt. Im nächsten Auswärtsspiel geht es zum Tabellenzweiten nach Altglienicke. Die Germanen erwartet ein schweres Spiel am Samstag, den 19.10. im Berliner Stadtteil Altglienicke. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der VfB Germania hofft auf die Unterstützung seiner Fans. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Alle für eins. Die Kunststoffindustrie drängt zur Circular Economy. Aufbau und Testläufe sind in vollem Gange auf dem Gelände der Messe Düsseldorf. Hier startet schon am nächsten Tag die weltgrößte Industrieschau zum Thema Kunststoffmaschinen und Rohmaterialien. Eine Branche, die in Verruf geraten ist, weil weltweit viele aus Kunststoff hergestellte Produkte nach der Nutzung im Meer landen. Branchenvertretern ist das bekannt und ihnen ist auch klar, dass Lösungen aus ihrer Mitte kommen müssen. Wir brauchen die Chemie, wir brauchen die Kunststofferzeuger, die Verarbeiter, die Markenartikler, letztendlich auch den Handel und vor allen Dingen die Recycler. Und wenn die zusammen an Lösungen arbeiten, dann klappt Circular Economy auch mit Kunststoff. Jährlich werden global 360 Millionen Tonnen Kunststoff erzeugt. Bis 2022 erwarten Branchenkenner bis zu 400 Millionen Tonnen. Kunststoff wird auch in Zukunft genutzt werden. Ziel muss es sein, so Produzenten und Verarbeiter, die Recyclingquote und die Nutzung von recycelten Kunststoffen deutlich zu erhöhen. Viele Branchen würden mittelfristig nicht ohne Polymere auskommen. Es werden ja immer einfachere Kunststoffe hergestellt aus ganz anderen Materialien, die man auch wieder speziell für ein ganz bestimmtes Produkt einsetzt und die dann sehr leicht zu recyceln sind. Aber es muss erstmal recycelt werden. Also wegschmeißen gilt nicht. Am Ende der Diskussion steht immer der Verbraucher. Um Müll zu vermeiden, müsste Kunststoff möglichst sortenrein dem Recycling zugeführt werden, weltweit. Eine komplette Vermeidung von Plastik ist mindestens unwahrscheinlich. Darum wünschen sich Branchenvertreter einen cleveren Umgang mit Kunststoff. Das Signal soll, so die Veranstalter, deutlich sein auf der K 2019. Und es soll gehört werden von Besuchern aus über 140 Ländern. Smart Repair. Schneller, besser, günstiger. Neue Trends für die Autowerkstätten. Beim Auto wird alles teurer. Kaufpreis, Steuern, Ersatzteile. Kein Wunder, dass es eine Riesenbranche gibt, die sich damit beschäftigt, den Wagen und seinen Wert zu erhalten. Der Lack wird poliert oder gleich mit Folie beklebt. Und im Innenraum entfernt gefrorenes Kohlendioxid die Spuren von Fettfingern auf dem Armaturenbrett. Das Fachwort für die Anbieter auf der Messe Task in Düsseldorf ist After Sales Market. Wer hier hinkommt, das sind vor allem Aufbereiter und Autoglaser. Und für die jagt gerade eine Neuheit die andere. Es kommen immer neue Modelle auf den Markt und die Werkstätten müssen sich dem anpassen, müssen in der Lage sein, auf diese neuen Produkte reagieren zu können. Das Thema E-Mobilität treibt die Branche voran natürlich und fordert auch die Werkstätten zu ständigen Erneuerungen. Und die Digitalisierung, auch das merken wir alle in unserem täglichen Alltag, wie sehr sie unser komplettes Leben beschleunigt. Und auch das ist ein Thema, was die Werkstätten täglich umtreibt. Mit immer neuen Verfahren werden Steinschläge an Scheiben ausgebessert. Neue Tinkturen, die das Loch im Glas auffüllen, neue Geräte zur Trocknung. Nur auf den ersten Blick sieht das alles aus wie immer. Aber Profis wie Werkstattmeister Kemal Sasilans kennen die Unterschiede im Detail. Vor ein paar Jahren hat Scheibe reparieren bei ihm bis zu 5 Stunden gedauert. Jetzt geht es deutlich schneller und manchmal sogar ohne Werkstatt. Das sind halt spezielle Kleber
die wirklich es erleichtern, dass man sogar vor Ort Scheiben austauschen kann. Man fährt halt zum Kunden, macht die direkt vor Ort die Scheibe und er kann direkt nach einer Stunde wieder fahren. Bis einschließlich Samstag zeigen 50 Aussteller aus 7 Ländern in Düsseldorf was Neues im Bereich Smart Repair, Aufbereitung und Glaserei. Die Profis, die hier heute nach neuer Technik shoppen, werden morgen die schnellsten, besten und günstigsten Werkstätten haben. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Klar, das geht auch in der Reha. Rehaare? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Und das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Freitag, dem 18. Oktober, gibt es bei gemäßigten Temperaturen wolkiges und windiges Wetter. Morgens ist es leicht bewölkt bei 13 bis 16 Grad und luftigen Böen. Bei 15 bis 17 Grad bleibt es in den Mittagsstunden weiterhin bedeckt und die Winde bleiben bestehen. Am Abend ist es bei 15 Grad verhangen. Der Himmel bleibt bei 12 bis 15 Grad über Nacht wolkig. Die Aussichten für den Samstag sind leichter Regen bei etwa 15 Grad. Das Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt feiert ein stolzes Jubiläum. Die Anlage, die zu den schönsten der Region zählt, kann Jahr für Jahr über 350.000 Gäste begrüßen. Eine Angebotsvielfalt in hoher Qualität ist das Markenzeichen der Einrichtung. Wenn man die Besucherzahlen über die vielen Jahre verfolgt, dann wird man merken, also in der Tat haben wir da was ganz Großartiges. Und ich kann da nur sagen, Dankeschön an Dirk Bartel und sein wundervolles Team, die über die vielen Jahre das FSZ so gestaltet haben, wie es jetzt ist. Die NOSA GmbH, eine Holding der Stadt Halberstadt, ermöglicht als Gesellschafterin und Eigentümerin, dass Instandsetzungen erfolgen und notwendige Investitionen getätigt werden. Vor über 20 Jahren wurde beschlossen, die NOSA zu gründen, damals auch zu dem Zweck, eine Sport- und Freizeitanlage hier in Halberstadt zu errichten. Das war damals der richtige Schritt, dieses Konstrukt zu wählen. Wir wissen heute noch, dass wir eine Anlage haben, die wirtschaftlich gut funktioniert, die auch technisch auf dem neuesten Stand ist. Und dies war sicherlich auch nur durch den Konzern oder durch den Querverbund NOSA möglich und damit auch die richtige Entscheidung vor über 20 Jahren für 20 Jahre FSZ. Rückblick. Der Bau dieser familienfreundlichen Freizeit- und Sportanlage beginnt im März 1998, nachdem das alte, desolate Sommerbad abgerissen wurde.
Die offizielle Grundsteinlegung erfolgt am 26. Juni 1998. Nach nur anderthalb Jahren Bauzeit wird am 28. Oktober 1999 der Komplex seiner Bestimmung übergeben. Kosten 38 Millionen D-Mark, 14 Millionen davon sind EU-Fördermittel. Olaf Herbst übergibt als Projektleiter den symbolischen Schlüssel an Geschäftsführer Dietz Kagelmann. Die Anlage ist in ihrer Ausführung beispielgebend für die Harzregion. Wir sollten unsere Errungenschaft gebührend genießen. Ich eröffne somit dieses schöne Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt, wünsche den verantwortlichen Betreiber zufriedene Gäste, klingende Kassen, schwarze Zahlen. Am darauffolgenden Tag nutzen zahlreiche Halberstädter und Gäste aus der Region den Tag der offenen Tür, um die gesamte Anlage in Augenschein zu nehmen. Ja, es ist wirklich eine Ergänzung zu dem Angebot, was bisher hier in der Region war. Wir sind ja ein Unternehmen, das sich auch selbst finanzieren soll. Wir werden also alle Anstrengungen unternehmen, dass die Anlage immer gut besucht wird. Wir wollen Aktionen starten. Wir werden gut in die Werbung gehen und wir wollen auf jeden Fall probieren, unsere Kunden hier zu ihrer Zufriedenheit zu bedienen, sodass sie immer wieder kommen. Im Jahr 2000 übernimmt die Betreibergesellschaft den Halberstädter See, der jedes Jahr von Juni bis August geöffnet ist. Ein 600 Meter langer Strandabschnitt mit Kinderspielplatz, Tischtennisanlage, Beachvolleyballplatz sowie Bootsverleih lädt zum Verweilen ein. Gefällt uns sehr gut. Wir sind oft hier. Jetzt glaube ich, dies Jahr schon das fünfte Mal. Ja, am besten erstmal das Panorama. Neu ist in diesem Jahr die Badeinsel mitten im See. Das Friedensstadion wird ebenfalls von der NOSA übernommen. Eine Fläche von 70.000 Quadratmetern stehen als sportliche Wettkampffläche zur Verfügung. Für 2,5 Millionen Euro werden das neue Tribünengebäude mit 500 überdachten Sitzplätzen, mit modernem Funktionstrakt und Veranstaltungsbereichen gebaut sowie entsprechende Sicherheitsstandards umgesetzt. Über 4.000 Zuschauer finden jetzt einen Platz auf den Rängen. Natürlich profitieren davon auch die anderen Sportler. 2015 wird noch einmal in Flutlichtanlagen und in einen Kunstrasenplatz investiert, sodass Halberstadt nun eine der modernsten Sportstätten der Region besitzt. Dazu zählt auch das Sportland mit seinen vielfältigen Angeboten. Da die Mitgliederzahl stark angestiegen ist, wird 2006, nach nur 3 Monaten Bauzeit, ein Erweiterungsbau eingeweiht. Als neuer Mieter wird 2019 die schwedische Fitnesskette Actic mit ihrem betreuten Trainingskonzept und modernen Sportgeräten begrüßt. Wir sind darauf spezialisiert, in Zusammenarbeit mit kommunalen Bad- und Sportanlagenbetreibern Fitnessanlagen zu betreiben und zu investieren. Das Sportland hat eine Gesamtfläche von 7.100 Quadratmetern. Hier wird Tennis, Badminton oder Squash gespielt, die Kletterwand oder die Mehrzweckhalle für zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen genutzt. Ob Profi-Boxgala, Junioren-Weltmeisterschaft, Landesmeisterschaften, Turniere und Wettkämpfe, ob Haus der Jugendparty, PS-Gala der Hartsparkasse, Neujahrsempfänge, Konzerte, Tanzveranstaltungen, Bühnenshows und so weiter. Die gastronomische Versorgung lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Ausgerichtet werden große und kleine Feiern, ein Catering-Service wird angeboten sowie eine tägliche Versorgung vorgehalten. Aufgrund der steigenden Besucherzahlen wird 2008 zum 9. Geburtstag des FSZ nach 5 Monaten Bauzeit die Saunalandschaft mit 2 neuen Saunen, unterschiedlichen Aufgüssen sowie einem komfortablen Ruhebereich ergänzt. Mit seinem großzügigen Außenbereich gehört die Saunalandschaft
zu den schönsten Anlagen im Harz und wird als erste Sauna Sachsen-Anhalts mit dem Qualitätssiegel 5 Sterne Premium Sauna ausgezeichnet. Das angrenzende Beautyland mit Schönheitskuren, Kosmetikanwendungen, Massagen, Entspannungsbädern, Haar- und Nagelpflege hat seit Anfang an seinen festen Kundenstamm. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die 20 Jahre ein Erfolg. Seit Bestehen des Freizeit- und Sportzentrums sind die Ergebnisse konstant geblieben. Das ist besonders erwähnenswert, weil wir ja in den Jahren auch die Aufwendungen immer teurer wurden, deutlich gestiegen sind. Wir haben weitere Geschäftsfelder dazugenommen, wie das Friedensstadion. Und was eben auch zu dem Erfolg geführt hat, die Ergebnisse zu halten, ist eben, dass wir alle 2 Jahre Wartungen durchführen und Reparaturarbeiten und hierbei natürlich auch moderne Techniken einführen konnten. Halberstadt mit deinem FSZ. Wir gehen zum Sealand und zur Sauna. Seniorenangebot, das ist ganz klasse. Das ist ja für uns Senioren ganz wunderbar. Jährlich zählt allein dieser Bereich mit seinen speziellen Kursen und unterschiedlichen Angeboten über 260.000 Gäste. Eine umfassende Sanierung erfolgt 2012 für 500.000 Euro. Später wird auf LED-Technik und moderne Umwälzpumpen umgestellt, sodass das FSZ in diesem Bereich jährlich bis zu 100.000 Euro an Energiekosten einspart. Für 400.000 Euro wird der Turm 2017 saniert und eine neue 78 Meter lange Black Hole Rutsche mit Lichteffekten und Zeitmessung angebaut. Also ich finde das toll, dass sie dann immer so hell und dunkel wird. Die Lichteffekte, dass es immer so aus und wieder angeht. Es macht richtig Spaß, da zu rutschen. Für die Jüngsten ist der 2018 eröffnete Wasserspreepark ein besonderes Erlebnis. Die Ansprüche der Badegäste haben sich natürlich in den letzten 20 Jahren auch verändert. Man will erleben, man will Spaß haben. Es muss ein Tag sein, wo man hinterher rausgeht aus dem Bad und sagt, man hat was erlebt. Es war abwechslungsreich und dementsprechend mussten wir uns natürlich auch anpassen an die Bedürfnisse und haben natürlich in den 20 Jahren auch dementsprechend dann hier in das Bad investiert, um da eben gerade diese Abenteuer, diese Abwechslung dann halt neu zu schaffen. Die Zukunft kann man natürlich nicht voraussehen, aber man kann die Zukunft gestalten, indem man sich darauf vorbereitet. Und das beginnt natürlich also mit der Kundenzufriedenheit der Gäste im Marketingbereich und natürlich in Investitionen dieser Anlage in vielen unterschiedlichen Bereichen, Beautyland, Sportland und natürlich hauptsächlich hier im Bad- und im Saunabereich. 20 Jahre FSZ, 20 Jahre Mut zur Veränderung, 20 Jahre ein modernes Freizeit- und Sportzentrum, 20 Jahre zufriedene Besucher und 20 Jahre ein großartiges Mitarbeiterteam. Ihr Elektronikpartner, seit 20 Jahren erfolgreich hier an diesem Standort in Quedlinburg. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht.
Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Die Ausstellung Das Comeback. Die Sonderausstellung in Halle ist der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus. Selten oder bisher gar nicht gezeigte Werke finden im Kunstmuseum Moritzburg in Halle ihren Platz. Die Bauhausmeistermoderne können Sie ab jetzt bis zum 12. Januar besuchen. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Klassikfreunde, aufgepasst! Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie gemeinsam mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck zur Stunde der Klassik im Oktober. Freuen Sie sich im einmaligen Ambiente des fürstlichen Marstalls auf Werke von Beethoven, Brahms und Schrecker. Die musikalische Leitung obliegt Musikdirektor Christian Fitzner. Unterstützt werden die Orchester von Matthias Kirschenreit am Klavier. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode und unter www.pkow.de. Am 18. Oktober ist in der Sternwarte Quedlinburg der Vereinstag mit öffentlicher Führung. Ab 16 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder und bieten eine Führung durch die umgebaute Sternwarte an. Später um 19 Uhr wird dann noch ein Beobachtungsabend mit Blick in die Sterne angeboten. Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit, am 18. Oktober ab 16 Uhr die Sternwarte in der Zwerghula 6a zu besuchen. Am 19. Oktober lädt das Evangelische Jugendzentrum Haltestelle zu einem Empfang ein. Um 18 Uhr wird unter dem Namen Demokratie und Täuschung in der Ägidikirche in Quedlinburg, geleitet vom damaligen Jugenddiakon und einem der Hauptakteure der Revolution in Quedlinburg, Hans-Christoph Jeckel, zusammen mit geladenen Gästen und dem Publikum über die Umbrüche und ihre Auswirkungen auf unsere heutige Zeit geredet. Sekt und Häppchen laden zum Verweilen in den alten Kirchengemäuern ein. Begleitet wird der Abend mit Bildern von Uwe Barth, die Szenen der Demonstration zeigen. Mit tiefgründigen Fragen rund um die friedliche Revolution wird am 19. Oktober um 18 Uhr in der Ägidikirche in Quedlinburg zum Diskutieren über die damalige Zeit geladen. Am 26. Oktober um 19 Uhr eröffnet in der Blasikirche in Quedlinburg die Ausstellung Uns reicht's, Bilder des Umbruchs in Quedlinburg 1989. Dabei handelt es sich um eine Fotoausstellung mit Bildern aus der DDR. Die einen sind von einem ehemaligen SED-Mitglied und auf der anderen Seite gibt es Bilder eines der unzufriedenen Bürger als Kontrast. Die Eindrücke von Uwe Gehrig und Jürgen Meusel sollen mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Wahrnehmungen der DDR die Besucher zum Entdecken eigener Geschichten und Zusammenhänge bringen. Bis zum 23. November diesen Jahres soll die Ausstellung noch in dem Kirchengebäude Quedlinburgs bleiben. Geöffnet ist die Ausstellung dann von 10 bis 17 Uhr montags bis samstags und 12 bis 17 Uhr am Sonntag. Der Eintritt für die Ausstellung ist frei. Eindrücke aus vergangener Zeit werden am 28. Oktober in der Blasikirche in Quedlinburg gezeigt. Um 20 Uhr beginnt die Filmvorführung des Dokumentarwerks Leipzig im Herbst, das in der Zeit vom 16. Oktober bis 8. November entstand. Dabei geht es um Gespräche mit allen Mitwirkenden an der friedlichen Revolution.
Der Regisseur Gerd Kroske wird an dem Abend vor Ort sein, über die Entstehung und die Produktion des Films reden und sich Fragen des Publikums stellen. Seien Sie also bei der Dokumentarfilmnacht mit Regisseur Gerd Kroske am 28. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Küche in Quedlinburg dabei und fangen Sie die Bilder der friedlichen Revolution gemeinsam auf. Am 29. Oktober um 20 Uhr treffen sich in der Blasi-Kirche in Quedlinburg einige Poetry-Slammer aus Deutschland, um einen Wettbewerb mit Texten über die DDR, ihr Ende und die Nachlebenden zu veranstalten. Moderiert wird das Event von der Magdeburgerin Josephine von Blütenstaub. In 7 Minuten tragen die 7 Teilnehmer ihre Texte vor. Im Teilnehmerfeld befinden sich unter anderem der Wernige Röder Aaron Box, der dieses Jahr den Klopstock-Preis gewann, und Tobi Kunze, welcher nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Afrika und auf Zypern mit seinen Texten unterwegs ist. Am Ende bewertet die Moderatorin zusammen mit dem Publikum die Werke und wer gewonnen hat. Der Eintritt kostet 5 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Verpassen Sie das lyrische Event am 29. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg also nicht. Wenn das Fass überläuft, ist ein Theaterstück, das von der Theatergruppe Mitmischen entwickelt wurde. Unter der Leitung von Markus Bölling werden die Impulse der friedlichen Revolution auf das Heute übertragen. Regelmäßig haben sich die Jugendlichen über ein Jahr lang mit dem Thema der friedlichen Revolution und Eindrücken von mehreren Mitwirkenden auseinandergesetzt und das Theaterstück geschaffen. Aufgeführt wird es am 26. Oktober um 20 Uhr und am 27. Oktober um 18 Uhr in der Kirche St. Benedikti am Markt und am 30. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg. Am 31. Oktober um 20 Uhr tritt das Trio 3 in der Blasi-Kirche in Quedlinburg auf. Gemeinsam entwickelten sie ein reines Gerhard-Gundermann-Programm, um den 1998 verstorbenen Musiker zu ehren. Gerhard Gundermann trat auch in Quedlinburg auf und mit dem Konzert sollen ebenfalls alte Erinnerungen wach werden. Nach der musikalischen Unterhaltung wird der preisgekrönte Spielfilm Gundermann von Andreas Dresen gezeigt. Der Eintritt für den Abend kostet 8 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Zahlen Sie also mit Hilfe der kulturellen Beiträge am 31. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg in eine vergangene Zeit ein. Gerhard Schöne tritt am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg auf. Der berühmte Musiker war schon in der DDR ein Künstler mit einem liebevollen Blick auf die Menschen. Nach dem Umbruch 1989 setzte sich seine Popularität fort. Er veröffentlichte noch 25 weitere Alben für Jung und Alt. Der Eintritt für den Abend kostet 15 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Lauschen Sie am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg dem bekannten DDR-Musiker. Ein DDR-Quiz für alle mit Fragen über den Alltag, die Politik und die Kultur der DDR. Am 2. November um 20 Uhr stellt der Quizmaster Valerian Herdam in der Blasi-Kirche dem Publikum Fragen rund um die damaligen Zeiten. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem Punktesystem wird am Ende ein Siegerteam bestimmt. Zur Auflockerung der angespannten Wissensatmosphäre bieten Unterhaltungseinlagen kurze Verschnaufpausen für die Teilnehmer. Nehmen Sie am 2. Oktober ab 20 Uhr in der Blasi-Küche in Quedlinburg am DDR-Quiz teil und testen Sie Ihr Wissen oder die Erinnerungen an die damalige Zeit vor dem Umbruch.